So, müssen wir mal gucken, was jetzt hier. Naja, ich könnte eigentlich mal zum roten Dungeon noch gehen hier. Ja. User joined your channel. Jo, Axel. Wieso? Was los? Oh, nichts. Ich hatte dir geschrieben, antwortest nicht. Ich bin ja gerade im Spielen. Ah ja. Hieß es. Hä? Ich dachte, du sollst es genießen. Wann was hast du denn? Nee, nur weil sie einen Kollege im Forum bewerben wollte und er meinte, er hätte, also auf Clans.de hat er sich auf jeden Fall registriert und er meinte, er hätte sich beworben. Aber vielleicht hat er auch einfach nur irgendwas falsch gemacht, weil ich sehe halt nichts. Ja, vielleicht hat er auch ein falsches Forum. Diese, du darfst nicht verwechseln. Es gibt immer das normale Gaming Community Forum, ne? Das GEC Forum. Ja, ja. Und da gibt es ja noch direkt auf unserer Gildenseite, ne? Da muss ich auch wirklich auf unserer Gildenseite bewerben, ne? Nicht, auf, nicht für die Gaming Community, ne? Das ist. Das ist manchmal. Wir haben schon teilweise auch Bewerbungen im Community, rein Community Forum gehabt für irgendwelche Clans, weil die Leute das nicht begriffen haben, dass das getrennt ist. Dass halt Clan, Clan und Community, Community ist. Ja. Ja, ansonsten einfach nochmal probieren. Ja, dann. Ich meine, er muss ja gucken, er guckt ja halt, er weiß ja, wo er sich beworben hat. Wenn er sich falsch beworben hat, nimmt er halt den Text raus und kopiert ihn ins richtige Forum. Ja, der kommt nachher so in einer Stunde über mein CS, da erkläre ich ihn. Ach, was, ja. Die anderen sind alle Raid, ich habe heute irgendwie keine Lust. Keine Nerven. Ja, musst du ja nicht, ich muss ja nicht ständig. Nee, ich bin ja am Faulenzen und wann ein bisschen besten, ne? Ja, manchmal reicht denen das so einfach, ne? Ohne jetzt irgendwelche Stress und. Ja. Deswegen, wir machen das ja bei uns im Ebenharz-Pack dann auch so, dass wir bloß beginnen, bloß zweimal die Woche. Voraussicht. Ja, wir haben jetzt auch Dienstag und Sonntag, ne? Das reicht, wie gesagt. Ja. Ich denke mal, ich sag mal, sollte es jetzt wirklich so sein, dass wir jetzt wirklich einen Erfolgsfortschritt haben und sagen, da wollen wir dranbleiben oder so, dann kann man ja mal einen Tag noch mehr machen, aber ansonsten, wie gesagt, ich will ja mal zusehen hier durch das ganze Gemähre mit der Gilde und die ganze Let's Playerei und alles und die wenigen Spielstunden, die ich momentan habe. Ich muss ja mal zusehen, dass ich ja erstmal hochkomme, sonst brauche ich nicht über das Raiden nachdenken, weißt du? Ja, ja. Ich habe mir jetzt extra noch eine große Festplatte geholt, hier USB 3.0, 3 Terabyte, ordentlich Speed, da kann ich jetzt, lass ich jetzt durchgängig, da brauche ich nicht mehr pausieren, weißt du? Dann muss ich meine SSD nicht mehr voll. Da kann ich jetzt locker 10, 15 Stunden am Stück durchzocken. Ihr solltet in. Wartet, wer seid ihr? Meine da geht's dann auch ein bisschen schneller voran jetzt, weißt du? Sie schlagen alles ja, kurz und klein. Ich weiß einfach nicht, wie ich es ohne Hilfe zu Selos schaffen soll. Er ist wahrscheinlich am tiefsten Punkt der Mine. Hinter all diesen schon. Eindringlingen. Ach du Scheiße. Oh, ist jetzt Bug oder was? Mega Bug? Mega Lag? Ach, was war denn das jetzt? Hä, was ist denn das jetzt? Oh, jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht schon wieder durch irgendeinen Scheiß gebannt bin oder so. Happens. Das Theater hat man ja letztens erst. So. Ja, ich weiß, aber. Also ich versuche mich gerade einzuloggen, hier geht gerade nichts. Die sollen sich ja zusammenreißen, ey. Na gut, jetzt lade ich schon, Gott sei Dank. Aber trotzdem einfach rausgeklatscht. Lustig. Ey, Mann, jedes Mal. Es waren gerade 5 oder 6 Gegner um mich rum. Ich bin jetzt eh tot. Ja, ich bin halt auch schon ein paar Mal aufgeflogen. Ach nee, die haben mich wieder vor die Instanz geportet. Aber ich bin nicht der Einzige, der gerade rausgeflogen ist. Hier liegen ein Haufen Leichen. Oder das ist ein Haufen, mir hat es gerade eh zerwichst.
Was war bei dir eigentlich, René? Du warst bloß PvP, ne? Nee. PvE? Ich will beide Sachen. Na gut, die erste Abenteuerzone kommt ja jetzt. Also ich will wahrscheinlich sogar mehr PvE als PvP machen. Aber muss halt gucken, was die Zeit hergibt. Ja? Ja, muss ja nur gucken, wie ihr dann überhaupt raidet. Ich weiß nicht, habt ihr da schon was festgelegt? Nee, glaub nicht. Ihr solltet den. Warte, meine Quali. Also PvE-Raid ist halt genau das, worauf ich total stehe, ne? Ich bin mal gespannt, wie sie das mit den Abenteuerzonen gestalten. Ah, das kann ich dir sagen. Richtig geil. Ja, die machen halt, Zone, so wie Audidon, ja. Und da fängst du halt irgendwie das Blatt an und dann musst du losziehen. Ach du Scheiße. Scheiße, ja? Alter. Das ist was denn? Ja, die haben mich hier gerade aufgemischt, aber so richtig. Wieso kommen denn hier immer gleich Sechse? Verstehe ich nicht. Ich habe wohl gerade Mist gemacht mit meiner Rotation, aber trotzdem. Schöne Wetter, ey, was haben denn die wieder Akku? Was ist denn hier los? Da. Oh, wer war denn? Das ist das Kacke hier. Aber die hüpfen hier rum. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn mit den Gegnern los? Was denn? Die springen hier rum vor mir. Lenk oder so? Teilweise verlieren sie keinen Schaden. Dann habe ich mit immer übelsten Lebensverlust. Verstehe ich nicht. Ja, manchmal ist es auch ein Server-Lag, ganz einfach nur, ne? Übelst ist so, dass ich das nicht weiß. Alter, ich schreck hier schon wieder, was ist denn hier los? Gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Was sind denn das für Gegner? Oh Gott. Du, aber dir ist dir aufgefallen, dass mit Crafting, dass man seine eigenen Sachen hochcraften sollte? Was? Hochcraften? Das sind doch ganz normale 20er. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, was Crafting betrifft, ne? Weil wir haben halt festgestellt, also die anderen Leute haben festgestellt, die besten Icons, die Leute kommen, haben das Set-Icons, ja? Oder da gibt's halt ganz geile Set-Items, die droppen können, ne? Mhm. Und wenn du die halt bekommst, kannst du die noch upgraden, legendär machen oder sowas zum Beispiel, ne? Mhm. Problem ist, dass diese Items halt seelengebunden sind. Das heißt, du kannst die nur selber upgraden. Bedeutet also, dass du alle deine Berufe eigentlich hochspielen solltest. Mhm. Später machen kannst. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt gelandet? Weiß ich nicht. Alter, was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Bist du für Level? 22, warte mal. Muss ich jetzt mal kurz lügen. Bis zum 23, Gebiet, gleich 24, oder? Hä? Dritten Gebiet, oder? Zweites Gebiet, ne? Bin ich noch. Was? Zweites Gebiet bin ich noch. Ja, ich bin auch im zweiten Gebiet, Ebenherz. Aber halt, das Veteran. Oh, die stehen so enge, ey. Du greifst du ihn an, kriegst du alle. Wie soll denn das gehen? Wo bist du denn da? In welcher Gegend? Ich bin hier gerade in so einer. Wie ist denn das? Ja, Dunkelschattenkavern bin ich gerade.
So ein Dungeon oder was? Ah ja, so Open Dungeon. Ach Digga, das ist ein Dungeon, ein 4-Player-Dungeon. Das ist für 4 Spieler. Ach so? Ja, das ja. Das ist aber ein Open Dungeon. Nee. Da brauche ich mich auch nicht wundern, warum ich hier so einen Arsch voll kriege alleine. Nee, Darkshade Caverns. Ja, das ist ein 4-Spieler-Dungeon. Na lol, brauche ich mich schon. Oh Mann, Axel, er nimmt's mit den Großen auf. Ich hatte ja auch mal, ich hab die eigentlich gut weggerissen, also von den 6 habe ich 4 weggeruppt. Ja, hast du gut gemacht. Aber das hat halt nicht gereicht, ne? Nee, das glaube ich gerne. Naja, dann muss ich mich mal herausproppen, dann muss ich halt mal ein paar Euros investieren, ja. Das wird auch nichts werden. Zumindest wenn du zum ersten Boss kommst. Ach so, verdammte Scheiße, ne? Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt einiges. Er ist am Rumfluchen, sagt die, was ist denn hier los? Oh, das gefällt mir jetzt. Denk mich schon, was hat er denn? Ja, mich wurde das gewundert, ey. Ich kann jetzt sagen, Mensch, da ist doch sonst nicht solche Gegner. Nee, immer so Sechsergruppen, ich sage, das kann doch nicht sein, hier für einen Mann. Vor allen Dingen haben die immer, die standen ja so alle eng, so enge, du hast ja eine Mobgruppe nach der anderen gezogen, weißt du? Ja, das Komische ist aber, es gibt auch Einspieler-Dungeons, wo halt so viele Leute dastehen. Ja, ich weiß schon. Aber hier steht auch, hier steht nicht Solo-Verleased, hätte ich vielleicht doch mal gucken sollen, aber. Nee, also das ist tatsächlich ein Multiplayer-Dungeon. Ah gut, hast du ein Let's Play, oder? Ja, klar, ich spaß euch immer mit drauf. Läuft da immer bei mir mit, das ist wie. Die Studenten beschweren sich ständig. Kannst du zuschreiben von wegen, hast dich gewundert, was hier los ist. Wie Livestream ist das doch. Wie gesagt, im Moment streame ich ja nicht, deswegen nehme ich alles auf, weißt du. Wenn ich dann streame wieder Ende Januar, Ende Mai. Ist da immer noch so überfahren hier. Dann nehme ich das ja, wird das ja automatisch mit aufgenommen, weißt du. Ja. Was für ein Unfug. Ich bin nicht völlig. Nun, ihr könnt. Was bin ich denn? Was für ein Unfug. Ach, hier ist ja schwarz. Warum kann ich jetzt die Scheiße nicht abgeben hier? Was für ein Unfug. So. Ach Axel, das war aber cool gerade, muss ich gestehen, ja. Eine krasse Aktion. So groß. Naja, manchmal ist das nicht immer ganz einsichtig. Was für ein Unfug, Magie. Ich fand's äußerst amüsant. Ich das hier nicht, ich muss irgendjemandem sprechen, ich weiß nicht zu wem. Zum großen Rest. Wahrscheinlich funktioniert's nicht. Nord, Ost, West, Süd, ist doch. User joined your channel. Hallo! Hey Stefan. Oh, hallo. Ja? Nicht? Oh Mann, quatsch doch mal den Typen an, nicht das Ding, meine Fresse. Was für ein Unfug, Magie. Ist das mal echt sinnlos? Seid gegrüßt. Ja. Axel, kann ich dich quasi irgendwie zu diesem Mediafire-Laufwerk sozusagen dazufügen, dass du da automatisch reinguckst, sodass ich dir da nicht ständig die Links dafür schicken muss?
Geht das irgendwie? Ja, du musst mir einfach nur deine die Seite geben. Dass ich dein Profil sehe. Ich bin ja bei Mediafire. Dann kann ich mir das runterladen. Dann lädst du das ganz normal in den öffentlichen Ordner und dann kann ich mir das runterladen. Na endlich. Na endlich ist die scheiß Quest vorbei. Was für ein Unfug. Magie aus einem... Oh. Zum Gruße. Ich habe jetzt übrigens auch für die Spindeltiefe und die Verbannungszellen das Video schon cool. Hast du nur mittlerweile mal einen Ebenherzpakt schon angelegt? Nein, immer noch nicht. Siehst du? Jetzt siehst du, ich hätte gerade mal deine Hilfe gebrauchen können, weil ich bin aus Versehen in einem Viermann-Dungeon reingestolpert gerade, ohne es zu merken. Ich wollte den alleine machen, ich habe mich schon gewundert, Mann, warum die mich da teilweise aufmischen. Da waren immer so 6er-Gruppen, weißt du? 3, 4 habe ich ja umgehauen, aber das waren dann trotzdem immer noch 2, 3, so 4. Hat mir Randy gerade mal gesagt, dass das eigentlich ein Viermann-Dungeon ist, was ich da alleine machen wollte. Ja, ich frage ihn, wo ist er denn? Dachte, ja, hier, Dark Shade Cavern, und ich guck so, ja. Da seid ihr ja. Hilft der dir dieser Link oder ist das der falsche Link? Entführt worden. Ich guck dann mal gleich mal. Das habe ich gehört. Gute Arbeit. Hier. Ich denke, ihr seid super, Deal. Ja, wir haben schon aufgehört. Macht es warum? Nicht. Während ihr meinen Studenten geholfen habt, hatte ich eine Vision. Paar Leute sind zu müde. Das Schicksal aufs Ängste mit der Chaosbringerin wo ich gerade auch sagen. Oh. Ich habe nichts weiter sehen können als den Namen des Chaosbringers. Na, dann legt ihr schnell noch einen Ebenherzschaden. Mit meiner Hellsicht und blockiert bei jeder. Wie schnell soll ich den leveln, damit ich dir helfen kann? Ich vermute, dass wir uns jenseits aller sterblichen Vorstellungskraft leveln müssen. 20 würden schon reichen. Wir müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich werde die Studenten versammeln und mich vergewissern, dass das Gelände sicher ist. Ich hätte gerne, dass ihr die Falltür... Der macht dann auch alleine, macht auch vier Player-Dungeons. Es ist höchste Zeit, dass ihr zurückkehrt. Leroy, also, ein Teil der vier Spieler-Dungeons mache ich solo. So verkehrt ist die Aussage, nicht? Ja, aber da brauchst du das nötige Equip. Und du musst ein paar Level höher sein. Und ein paar. Ja, die waren ja jetzt, glaube ich, die waren sogar teilweise 1-2 Level über mir, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja gut, das ist natürlich doof. Ja, vor allem Hauptvoraussetzung ist, selbst wenn du das Equipment hast und die Level hast, du musst den Dungeon kennen. Ah, ja, das kommt vielleicht noch dazu. Wenn du den Dungeon nicht kennst, hilft dir das gesamte Equipment oder das gesamte Level, da kannst du selbst als Veteran C-Rang-Spieler drin sterben. Das wette ich mit dir bei manchen Bossen, dass das Veteran 10 Spieler... Ja, du kannst so manche Sachen gar nicht alleine machen, weil du einfach auf mehrere Skills-Specs angewiesen bist, die halt unterschiedliche Charaktere machen. Ich meine, ich war zum Beispiel gestern Senenes Netz, das ist ein 40 bis 43er Dungeon. Und war jetzt diese Minibosse ausgelassen, den ersten Boss, wir haben den ein paar Mal versucht, gut, wir hatten zwei Random-Leute dabei. Ich sah mich gezwungen, da eine Taktik anzuwenden, die ihr für einen normalen Guide nicht empfehlenswert ist. Ihr seid direkt in meine Falle gelaufen. War, Schummeln. Wer seid ihr? Es ist eine Form von Schummeln. Und zwar, genauer genommen, taktisches Ausnutzen des Geländes, würde man das eher bezeichnen. Das ist so, dass man hier nicht rankommt. Oh, hab ich jetzt was verpasst oder was? Was denn, du hast die so hingestellt, dass die nicht an dich rangekommen sind, auf gut Deutsch. Genau. Ja, das kann Stefan, ich. Irgendwie finde ich dein Mikro so grell, oder geht das nur mir so? Was, von wem? Ihr seid endlich von Stefan. Grell irgendwie, das sticht so in den Ohren. Ihr wart stundenlang ohnmächtig. Zumindest erschien es uns wie Stunden. Wie fühlt ihr euch? Schad Astula wurde überrannt. Die letzten Nachgeborenen, wie es aussieht. Sie brauchen offenbar mehr Soldaten. Und sie bekommen sie ja, auch. Du hörst dich ja auch sie nicht haben sein. Eine Art Zauber gewirkt, um die Studenten zu versklaven. Aber ich höre mich auf eine andere Art und Weise selbst nämlich direkt durch den Kopf. So sieht es aus. Durch das wie sieht es eigentlich aus? Hattest du jetzt noch die ersten zwei mitgemacht, die Verbannungszellen und so? Ja, ja, die sind schon dran. Gut, ja, weil ich bin jetzt soweit mit meinen mit den Episoden von Deshan bin ich jetzt fast fertig. Dann hänge ich das nämlich gleich da hinten dran. Als der Ärger losging, gab er unseren Haar Spindeltiefen sind fertig, die sind auch schon kurz geworden.
eine 13., also andere 14. Minute. Und halt die nächsten drei sind halt auch schon drin. So sieht es, als der Ärger losging, gab. Das ist, wir laufen Bots rum. Die Akademie ist sehr offensichtlicher Bot. Der Erzmagier wird vermisst. Und hey, bei dem Kampf, dem ersten Bosskampf in der Instanz war es so, du bist, einer der älteren Studenten hat, du hast ein kleines Waldstück und davor da musst du von so einer Klippe in so einen See reinspringen, zu dem Boss reinzukommen. Und davon an dieser Klippe gibt es einen ganz, ganz kleinen Felsvorsprung, auf den kannst du draufhüpfen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr im Kampf seid und euch ins Wasser begibt und sobald ihr anfängt zu schwimmen, lassen die Gegner von euch ab. Tut mir nicht weh. Ja. Wir hatten das dann so gemacht, dass Menta und der andere Spieler halt bei dem Boss geblieben sind und den einfach sozusagen im Kampf gehalten haben, während ich dann übers Wasser hinweg den abgeschossen habe. Ist nur keine richtige Taktik, die kannst du nie immer machen, weil Meister, dafür brauchst du einen Bogenschützen. Ja, ich hab mal nachgeguckt, der hat den, er ist der Einzige mit dem Skill mit 40 Meter Reichweite, weil leider ist das Wasser ziemlich breit. Der Dämon sieht ja geil aus. Oder hat mit. Ich weiß. Hier ist so ein kleiner Dämon, der sieht geil aus. Egal. Komm, bleiben hier. Das sieht eine Menge geil aus hier in dem Spiel. Das sind aber billige Bots, die Typen hier benutzen. Na, die rennen immer von Erzstelle oder gute Stelle zum nächsten, ja, und wenn sie da ist, brauchen sie ab. Wenn sie nicht da ist, laufen sie zum nächsten weiter. Ja. Das merkt man, dass es Bots sind. Ja und? Also wo ist das billig? Ich meine, ich finde das relativ gut. Also, die guten Bots porten sich und du siehst sie nicht. Naja, sie müssen das damals in Final Fantasy 14 das erste Was? Mal. Willst du die bitte nicht sehen? Ja. Sind was? Unter der Erde. Ach. Ja. Und das ist ein Das haben sich die Entwickler von Final Fantasy 14 auch gefragt und die haben es trotzdem hingekriegt, die Botter. Die haben sich so mit ihren Kommandos, die haben irgendwie einen Hack verwendet, dass du die zu irgendeiner Stelle geportet hast auf der Karte. Dann haben sie die Stellen so justiert, dass du immer unterhalb des Bodens warst, sodass sie keiner gesehen hat. Manchmal kam es vor, dass du ihn erwischt hattest. Ja, gut, ganz, ganz selten. Da muss es ja den Exploit überhaupt geben, dass man den nutzen kann. Also, wenn das im Spiel, keine Ahnung, also. Das Spiel gut programmiert ist, funktioniert das nicht. Ach, scheiße, die Bots, wenn wir nur Sinn in die. Ja, aber hier funktioniert es genauso, das ist das Problem. Hier sind schon einige Stellen vor meinen Augen verschwunden oder schon, ja, da jemand benutzt es gerade. Sein, ne? Ich glaube nicht, dass die Dinger phasing übergreifend sind. Was denn? Sehr, sehr doof. Die Ärzte etc. Ja. Ja, mitten in der Wildnis mit Arzt haben. Manche Phasing-Effekte sind auch ziemlich groß, witzigerweise. Also wenn du eine Stadt befreist, ist witzigerweise so locker 15 Meter des Umlands noch gleich mit in der Phase drin, obwohl die nichts damit zu tun haben. Bist du schon mal in einem Dungeon gelandet mit einem anderen Spieler, der in einer anderen Phase war? Mit Sicherheit. Nicht? Keine Ahnung. Also ich ja, und dann hatte ich sozusagen dem seinen Pfeil, der ist vor mir rumgelaufen, aber ich habe den Spieler Ach, nicht das, gesehen. Ja, sicher. Ja? Ja. Und wenn der was lootet in meiner Gruppe, verschwindet das. Ich sage ja nicht, dass das Standard ist, aber es kann ja gut sein, dass es ein Bug ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein Exploit ist. Der Erzmagier sagt, ihr kommt bald. Aber das müssen sie ändern, also das ist wirklich dämlich. Einen Moment gehe ich durch die Ausbildungshalle und BOOM! Im nächsten Moment landet ich habe ja nichts dagegen, wenn ich die Leute sehe, dass sie zur Not rennen, aber wenn ich sie dann haben möchte, dann ist sie weg. Das ist ja. Er sagt, dass ich hier warten soll, bis sie auftaucht. Ja, er meinte, ich soll meinen Toten draußen am Grund. Draußen Problem mit verschwindenden Rohstoffen. Also, ich hatte ich sogar schon Kisten. Die haben geleuchtet und klickt die an und dann sind sie weg. Das ist aber, glaube ich, auch eher Bug. Ich habe sogar Kisten, die vor meinen Augen verschwinden, obwohl ich sie gerade anklicken wollte. Dann war ich wahrscheinlich zu schnell. Wir gehen jetzt. Den wiedergeölten Blitz einmal kurz zu dir geportet. Abgemerkt, ja, so gedanklich, hey, der steht vor der Kiste, mal kurz hin, looten und wieder weg, ne? Das Schlimmste ist wirklich diese Bots, die hier rumlaufen und Notes absammeln. Und so zwei, die dann vor den Bots stehen. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, auch wieder geändert, ne? Die haben jetzt einen Timeline zugefügt. Ja? Ich weiß nicht, ob der schon da ist, auf alle Fälle. Ja, wird dann noch was gemacht. Ja.
dass du nicht looten kannst und zwei Sekunden später wieder looten kannst, ne? Die Kisten in den Dungeons werden auch auf zwei reduziert, aber dass alle was bekommen. Ja, finde ich auch gut. Aber das ist erst, das kommt ja erst mit 1.1. Mit 1.1. Ja, ja, genau. Und erst später. Warum sind wir so hoch? Montag, also morgen, wollen sie... Die Kassette. Richtig. Der Erzmagier hat etwas mit meinem Stab angestellt und mir dann gesagt, ich soll ihn dort oben verstecken. Das war kurz bevor mich der Vasen in diese Zelle geworfen hat. Ich kann immer noch nicht fassen, dass der alte Assistent des Erzmagiers der General der Leidgeborenen ist. Ahnung. Er meinte, wir würden den Stab brauchen, aber er sagte nicht, warum. Unterplanen wir, wie gesagt. Warte, ich weiß es. Die Leitgeborenen haben die Bibliotheksgewölbe besetzt und die Tür versiegelt. Ja, wir haben ja sehen, also ihr könnt meinen Stab benutzen. Ja, ich habe das jetzt nur gerade gesehen. Eigentlich würde ich gar nicht in diesem Gebiet sein, nur ich möchte für meinen Twinker ein bisschen was herstellen. Brauche ich Low-Level-Mats. Den Game Master habt ihr auch gesehen, dass sich die Game Master in die Höhlen gefoltert haben, oder? Mit dem Super Blast. Hä? Geil, oder? Das habe ich nicht gesehen. Ja, es gab an mehreren Orten gab es halt eben Game Master, die sich irgendwo hingeportet haben, ja. Aha. Und dort dann die Leute angeschrieben haben. Ja. Wieso sind denn hier die scheiß Gampen? Verstehe ich nicht. Wieso sollten die sich von dort verziehen? Weil die Bots gekillt wurden. Und alle sind wieder der Hüte gezogen hat, das ist dann ein toller Bot, ja. Und der hat dann mit seinem Superstrahl weggeblastet. Was weiß ich, die Accounts wurden halt gebannt, ja. Und da liegen drin so der Game Master. Kann man das irgendwo videotechnisch sehen, oder? Ja, es gibt Fotos, das auf alle Fälle. Wo gibt's die Fotos? In Foren. Jetzt bei uns im Forum oder offiziell im Forum? Geh immer auf mein Video. Das hat einer auf die WhatsApp-Gruppe. WhatsApp ist für mich keine Option. Dann verpasst du viel. Hallo? Fatzebuck hat das gekauft. Ja. Noch schlimmer. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Noch schlimmer. Die NSA weiß, wo du wohnst, Mann. Ich weiß ja auch, wie dein Schulgang aussieht. Gratulieren dir irgendwann zum Geburtstag, sehe ich schon kommen. Ach, mir ist das so schnuppe. Euch ist schon klar, dass es schon seit Windows NT bzw. XP diesen NSA-Key in jedem Windows-System gibt, womit sie sich einen Backdoor verschafft haben. Mir ist das relativ, ich habe nichts zu verbergen. Stand damals schon im Heise, vor 15 Jahren, ja. Ich hab wohl nicht davon gerechnet, dass das die hier irgendwie für diese mir interessant. Ich komm aus der DDR, wir sind sowieso die ganze Zeit überwacht von da. Ja, wenn du das mal miterlebt hast. Ach ja, 24. Nö, aber man hört so die ganze Zeit Geschichten. Ja, das ist schon ehrlich, so, immer so, dass irgendjemand überwacht dich, das ist, kann ich gar nicht anders. Geschichte mit der Merkel, wo sie sich so drüber aufgeregt hat, dass sie abgehorcht werden. Als hätte die das nicht gewusst, ja. Die hat das sogar unterschrieben, als sie das Amt eingenommen hat. Weil seit Konrad Adenauer hat jeder Bundeskanzler das unterzeichnen müssen, weil das nämlich noch zum Dings zugehört. Zum Souveränitätsabkommen, damit das halt die Amis... Ja, immer noch. Ja, ja. Genau. Die wusste doch auch genau, ja. Dann hier. Das ist ein sauberes Instrument, sozusagen. Schade eigentlich. Leute wissen es halt nicht, ja, und. Ja. Abhören. Habt ihr das schon gelesen, dass es ein Cap für AI-Fähigkeiten geben wird? Gibt's so jetzt schon.
Was soll das machen? Ja, aber derzeit gibt es nur einige Fähigkeiten, die nicht gecapped sind. Und die werden jetzt, weil es ein Fehler ist. Ja. Die sollen auch so sein. Ja. Nee, weil Axel? Ja. Der im Forum, hast du den schon gesehen? Der da sich für ESO. Ach, das ist bestimmt von Randy, der Kumpel, ja. Ah, das kann der sein, ja. Was du dir gesagt hast, da hat er das falsche Forum geschrieben, wa? Weiß ich nicht. Der da, oder? Also, wenn ihr das wisst, dann. Ich schau mal. Würde ich das umschieben, weil das steht. Das unter Leitfaden für Klankunde. Ich hab dich jetzt nicht was willst du machen? Das woanders hin tun, weil das steht im Leitfaden für Klankunde. Also gerade das gepostet. Aha. Warte mal. Okay, er will quasi sozusagen einen Clan bewerben für sich selber. Nein. Ein ESO-Clan. Ja. So, denn wichtige Anträge zur Clan-Gründung oder was? Genau. Nee, wenn du bei uns auf dem Clan-Portal bist, hast du doch da unten drunter stehen, bewirb dich. Ja. Na, das ist noch ein bisschen irreführend. Ja, das ist ein bisschen irreführend. So, der hat sich da drin beworben, hat aber nicht richtig nachgelesen, weil das ist ja eigentlich nur für Clans. Also wenn jetzt jemand einen Clan bei uns in der Gaming-Community eröffnen will... Also wenn der Typ Tempest halt heißt, der sich beworben hat... Ja, ja. Ja, genau. Ja, das ist ein cooler Clan. Okay, dann lass ich einfach mal den Beifall. Bewegung! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen löschen und endgültig löschen? Was willst du löschen? Den Beitrag. Den kannst du löschen. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen löschen und endgültig löschen? Wenn du löschst, dann hast du nochmal die Möglichkeit, den rückwirkend wieder herzustellen. Dann lösch ich ihn endgültig. Also du kannst dich quasi nochmal wieder herstellen. Boah. Ja, wir müssen das vorne mit dem Bewirb-Tisch müssen wir ändern. Da müssen wir irgendwie, hier könnte dein Clan stehen, Bewirb-Tisch. Das guckt glaube ich besser, weißt du wie, irgend sowas. Mhm. Da ist ein großer Button, der dann halt gleich den... Ja, oder halt einfach das Ganze von irgendwie Forum-Form wegbringen und halt eine extra Page machen. Habt ihr den Beitrag jetzt verschoben oder gelöscht? Ich überleg mir gar nicht, was ich machen soll. Ja, dann soll dein Kumpel den Scheiß einfach nehmen und das einfach in den Unterforum kopieren. Und bitte. Okay, dann soll er selber löschen. Dann sagt das deinem Kumpel. Das ist ja ins falsche Forum da. Ich hab gerade aus stinknormalem Eisenerz eine Schmiedelegierung rausgezogen. Ja und? Doch ganz normal. Das ist krass. Ja, das ist einfach, wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit steigt halt immer höher, dass du solche irrwitzigen Veredelungsdetail bekommst, je höher du deinen Veredelungsskill hast. Na, die ist ja auch voll ausgeskillt, aber dass ich das Eisenerz rausziehe, hätte ich nicht erwartet. I really want to leave.
So. Mehreren Leuten passiert, dass sie sich nicht oh, ich hab schon wieder die Kürassier des Albtraumritters. Braucht das jemand? Stefan, sein Set-Teil hier von Stufe. Was ist denn das hier? Stufe 21. Schwere Rüstung. Man hört Stefan. Bei dir. Stefan! Ja? Man hört das. Eine Voice Activation macht sich an. Oh ne, 2010 ist ein bisschen. Ach, und Axel, was mir vorher aufgefallen ist. Ich glaube, wir müssen manchen Leuten noch ein bisschen sagen, wie klar es ist. Ich hab Freddy heute zum ersten Mal gezeigt, wie er ins Clans.de-Forum kommt. Aha. Spitze. Clans.de hat ein Forum? Ja, Clans.de ist so eine riesen Plattform. Die haben mittlerweile über 30.000 Clans. Registriert. Ja, das ist mir bekannt. Also, dass es eine riesen Plattform ist. Ja, ne, wie gesagt, wir haben ja auch eine Partnerschaft mit denen. Auch da, wo er Hilfsspruche beschert hat. Also ich finde es gut, dass wir auf Clans.de sind, weil es halt ein bisschen Werbung macht und so. Jetzt so eine stumpfe Webseite ist. Wollte ich mir überhaupt. Es hat nur Vorteile, dass wir bei Clans.de sind. Ja, Clans.de finde ich auch ganz angenehm. Also das sieht gut aus, ist schön, sieht professionell aus, ne? Oh, zumal es ja noch ein Beta-Status ist, wie gesagt, wenn die Premium anbieten, dann, das ist ja für uns schon gesichert, mehr oder weniger, dann lösen wir uns ja quasi von denen ihrer Werbung, dann hast du halt auch wieder alles eigenständig. Obwohl jetzt die Frage ist, wollen wir das dann eigentlich wirklich? Was? Ob man das dann wirklich will, dass man sich von Clans.de Werbung löst und alles? Ja, die Werbung von denen brauchst du ja nicht. Du bist ja trotzdem noch mit, da trotzdem in der Plattform noch mit. Aber die Werbung halt jetzt verschwindet halt oben und unten. Mal gucken, wenn es soweit ist. Ihr mich herbeiruft. Ich dachte schon, also, mitbekommen mit Amelie? Da habt ihr richtig gehört. Ich bekomme, was Amelie angeht, gar nichts mit. Wenn ich den richtigen Zutaten habe. Okay, die wollte aus der ESO-Leistung bekommen, da sie keine Zeit mehr haben. Die Leitgeborenen, ja, sie war ja nie drin eigentlich. Sie war ja nur auf dem Papier Truppführer da für die Fun-Raids, von daher. Illusionsstaub und versenktes Kampagne. Axel? Ja. Perfekt. Gebt mir hattest du ja jetzt mal geguckt, ob der Link funktioniert so wie? Nein, das ist noch nicht. Ich hab das jetzt mal gar nicht so gut. Ich guck dann gleich mal. Ich guck jetzt.